der großen Flut. Freitag um 20.15 Uhr im Fernsehfilm. Es handelt sich um ein kleinformatiges Gemälde in der Größe 66 x 62 cm. Die Madonna des Kanzlers Rollin oder Madonna von Autun, gegen Ende der gotischen Stilepoche gemalt, ist eines der ersten bekannten Ölgemälde. Neben den vier Hauptpersonen im Vordergrund zeigt es hunderte von winzigen Einzelheiten. Die Jungfrau Maria sitzt auf einem blauen, goldbestickten Kissen, das auf einer kunstvoll geschnitzten Holztruhe liegt. Sie trägt einen Purpurmantel mit Goldbuchstaben am Saum. Sie ist sehr jung und hält die Augen gesenkt. Das Jesuskind sitzt auf ihren Knien. Es ist nackt. Sein Gesicht hat die Strenge eines Erwachsenen. Seine rechte Hand ist segnend erhoben. In seiner Linken ein Kristallglobus mit einem Kreuz aus kostbaren Edelsteinen. Ein kleiner Engel hält eine goldene, mit Steinen und Perlen verzierte Krone über Marias Kopf. Er trägt ein blaues Kleid und hat zwei farbenprächtige Flügel. Ein Mann kniet vor einem Betpult, das mit einem emaillblauen Tuch bedeckt ist. Seine Hände sind wie zum Gebet zusammengelegt, seine Haare zu einem Käppchen geschnitten, Schläfen und Nacken ausrasiert, der Mode zu Beginn des 15. Jahrhunderts entsprechend. Vieles weist darauf hin, dass es sich um Nicolas Rollin handelt. Rollin, im burgundischen Autun geboren und gestorben, spielte im politischen und künstlerischen Leben seiner Zeit eine bedeutende Rolle. Im Hintergrund die beiden Türmer. Der eine über die Schießscharte gebeugt, der andere im Profil zu sehen, trägt einen langen Stock. Sie sind nach der Mode der Zeit um 1430 gekleidet. Eine Loggia in romanischem Stil öffnet sich über drei Rundbögen nach außen. Die mit Motiven versehenen Kapitelle erinnern an romanische Säulen des 12. Jahrhunderts. Mehrere zusammengesetzte Kapitelle zeigen Szenen des Alten Testaments. Um das Bogenwerk herum läuft ein Motiv aus Reben und Drachen. Zu beiden Seiten ist der Raum nach außen durch weiße Butzenscheiben abgeschlossen. Oberhalb der Loggia zwei farbige Glasfenster. Die Fußbodenkacheln zeigen als Motiv Sterne mit acht Zacken, abwechselnd schwarz und weiß. Vor der Loggia ein kleiner, tiefer liegender Garten. Sechs Stufen führen zu einem mit Zinnen bewehrten Rundgang. Unten eine Landschaft, von einem Fluss durchschnitten, in der Ferne eine Bergkette. Eine Brücke verbindet zwei Stadthälften. Zur Rechten eine dicht bebaute Stadt mit Häusern, zahlreichen Kirchen und Plätzen. Zur Linken ein Vorort mit einer Abtei, mit Giebel- oder Fachwerkhäusern und Wegen, die aufs Land hinausführen. An diesem Ufer, das zur Sonne hin gelegen ist, Wälder und Weinberghügel. Unten am Fluss Gärten und Weiden. Am anderen Ufer eine Hochebene mit bestellten Feldern und Dörfern. Ein Haus brennt, Leute spazieren auf den Wegen. Mitten im Fluss eine bewaldete Insel mit einem Schloss.
Die Schutzwälle sind von dicken Türmen flankiert. Zum freien Land hin ist die Mauer weit hinausgezogen, damit sich die Stadt ausdehnen kann. Ein typisches Merkmal für den damaligen Städtebau. Die Leute besuchen die Kirchen, schlendern an den Verkaufsständen zu Füßen der Kathedrale entlang, brechen auf zur Arbeit auf den Feldern. Die Frauen plaudern vor der Türschwelle. Viele Personen überqueren die Brücke zu Fuß oder zu Pferd. Sie gehen von links nach rechts. Andere setzen vom gegenüberliegenden Ufer mit Fähren über den Fluss. An den Quais werden Handelsboote beladen. Im Strom sind Wassermühlen verankert, deren Schaufeln die Energie des Wassers nutzen. In diesem vertrauten Dekor haben Historiker die Turmspitze des Utrechter Doms, die Lütticher Bogenbrücke, die Brüsseler St. Gudula-Kathedrale oder die Burgunder Landschaft zu erkennen geglaubt. Auch Brügge, Lyon, Prag oder gar Autun werden vorgeschlagen. Doch bei aller Wirklichkeitsnähe der Details ist die Landschaft rein imaginär. Seine Stellung als Kanzler, das heißt als Finanzminister, erlaubte es Nicolas Rollin, ein gewaltiges Vermögen anzusammeln, das zum Teil seiner Geburtsstadt Autun zugute kam. Das Herz der Stadt Autun bildet die Kathedrale Saint-Lazare mit dem berühmten Tympanon, das jüngste Gericht, den romanischen Kapitellen und dem gotischen Turm. Ganz in der Nähe das herrschaftliche Stadthaus des Nicolas Rollin, heute ein Museum. Rollin war ein Mäzen, der Kopierer und Buchmaler für sich arbeiten ließ. Er bedachte reichlich seine Gemeinde Notre-Dame du Châtel, deren Kirche zwischen seinem Haus und der Kathedrale lag. Das Gemälde war für eine von den Vorfahren des Kanzlers gestiftete Kapelle bestimmt. Dort wirkte die Szene wie vom Licht des Altars beleuchtet, vor dem Rollin zu knien schien. Als Stifter der Hospize zu Beaune beauftragt Rollin ein paar Jahre später Roger van der Weyden mit dem Altaraufsatz »Das jüngste Gericht«. Auf der äußeren Tafel lässt er sich zusammen mit seiner dritten Frau Gigonne de Salin abbilden. Diese Stifterporträts zeugen vom Aufstieg eines reichen Bürgertums zum künstlerischen Mäzenatentum. Aber mit seinen zahlreichen guten Taten wollte Rollin wohl auch den schlechten Ruf verbessern, der ihm in seiner Funktion als Kanzler nachhing. Gegen Ende der gotischen Epoche umfasst das Herzogtum Burgund die Niederlande, Flandern und Burgund. Zusammen mit seinem Bruder Hubert malt Jan van Eyck in Gent den monumentalen Altaraufsatz »Die Anbetung des Lammes«. 20 Tafeln, hunderte von Personen, Engel, Propheten, Evangelisten. Adam und Eva gehören zu den ersten Nackten in der Malerei Nordeuropas. Weitere Werke, Porträts, Kardinal Albergati. Margarete van Eyck, die Frau des Malers. Ein Goldschmied aus Brügge. Religiöse Themen, die Madonna bei den Kartäusern, die Luca-Madonna, das Dresdner Triptychon. Der Mann mit dem Turban könnte ein Selbstporträt sein. Der Maler hat sich auch in dem Bild der Paella-Madonna verewigt. Eine kleine Silhouette mit rotem Turban, die sich in der Rüstung des heiligen Georg spiegelt. Im Vermählungsbild des Giovanni Arnolfini taucht der Maler im Spiegel auf. Darüber liest man, Jan van Eyck ist dabei gewesen. Oft schreibt er auf den Rahmen seiner Bilder, als ich kann, nach bestem Vermögen. Wie die meisten seiner Bilder hatte wohl auch die Madonna des Kanzlers Rollin ursprünglich einen gravierten, datierten und signierten Holzrahmen. Die Kirche Notre-Dame du Châtel wurde während der Revolution zerstört. Im Jahre 1800 wurde das Gemälde, bis dahin in Autun, dem Louvre überstellt. Ein Graveur des 16. Jahrhunderts stellt sich das Atelier der Brüder van Eyck vor. Eine Holztafel wird geliefert. Ein Gehilfe gibt verschiedene Pulver in den Mahlstein, ein anderer vermischt sie mit Leinöl, ein dritter verteilt Farben auf der Palette. Lehrlinge zeichnen, einer der Brüder malt ein religiöses Thema, der andere führt ein Frauenporträt aus. Die fast quadratische Tafel setzt sich aus drei Eichenbrettern mit vertikaler Maserung zusammen. Diese Bretter haben sich leicht verzogen. Stellenweise erkennt man die Verbindungsstellen.
Die Tafeln wurden nach Methoden behandelt, die bei Geigenbauern oder Kunsttischlern heute noch lebendig sind. Holzauswahl, Richtung des Zuschnitts, Schleifen, Dübeln, Verleimen, das alles bestimmte die spätere Haltbarkeit des Werks. Die Dendrochronologie bestimmt das Alter der Bäume anhand der jährlichen Wachstumsringe. Die Analyse hat ergeben, dass die Tafeln 1 und 3 vom selben Baum stammen, der um 1215 gepflanzt wurde, die Tafel 2 von einem um 1247 gepflanzten Baum. Gefällt wurden die Bäume 1426. Die Holzblöcke mussten mindestens 10 Jahre trocknen. Demnach fiel die Herstellung der Tafel etwa in das Jahr 1436. Die Tafel wurde mit einer Mischung aus Wickenöl, tierischem Leim und feinem Gips bestrichen. Waren die ersten Schichten in die Maserung eingezogen, musste erneut geschliffen werden. Weitere Schichten kamen hinzu und wurden jedes Mal geschliffen, bis die Oberfläche hart und glatt war wie Elfenbein. Dann wurde mit einem feinen Pinsel ein detaillierter Entwurf aufgezeichnet, wie bei der Heiligen Barbara in Antwerpen, einem unvollendeten Gemälde. Gegenstände und Personen sind in Grisaille-Malerei entworfen, die Schattierungen mit feinen Schraffuren vorbereitet. Die Infrarotstrahlen durchdringen die Pigmente und zeigen die unteren Schichten, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Wenn man Schicht um Schicht so erforscht, kann man die Originalzeichnung und die Änderungen verfolgen, die der Maler an seinem ursprünglichen Entwurf vorgenommen hat. Das auffälligste verborgene Detail ist die dicke Börse an der rechten Hüfte des Kanzlers. Sie war das Kennzeichen seines Berufs. Er bewahrte darin das Siegel des Herzogs von Burgund auf. Vielleicht hat Roland den Maler gebeten, die Börse zu übermalen, weil sie als eine allzu deutliche Anspielung auf seinen immensen Reichtum gedeutet werden könnte. Vielleicht auch veranlasste der Kanzler höchstpersönlich den Maler, die Haltung der Hand des Jesusknaben so zu korrigieren, dass sie ihn künftig in ihren Segen einbezog. Vor Van Eyck stellte man Farben her, indem man die Pigmente mit Eiweiß mischte. Die Temperafarbe, die zahlreiche Meisterwerke hervorgebracht hat, war schwer zu verarbeiten. Die Legende schreibt Van Eyck die Erfindung der Ölmalerei zu. Jedoch scheint diese Technik schon seit dem 12. Jahrhundert bekannt gewesen zu sein. Leinöl trocknete schlecht. Van Eyck soll herausgefunden haben, dass es erheblich schneller trocknete, wenn man es mit Terpentinöl mischte. Terpentinöl wird aus dem Harz bestimmter Kiefern gewonnen. Es löst fette Substanzen, verflüssigt also die mit Öl zubereiteten Pigmente. Öl verleiht den Farben einen größeren Sättigungsgrad und bewahrt ihren Glanz. Es trocknet langsam, kann also noch bearbeitet werden. Es erweist sich als sehr wirkungsvoll bei der Wiedergabe von Strukturen. Das flüssige Pigment erlaubt außerdem, mit einem sehr feinen Pinsel winzige Einzelheiten zu platzieren. Die Personen auf der Brücke sind weniger als einen Millimeter groß. Van Eyck übt sich auf mehreren weiteren Gemälden in dieser vollendeten Kunstfertigkeit. Die Überlegenheit von Öl zeigt sich in dieser Lasurtechnik, bei der flüssige, transparente Farbschichten übereinander gemalt werden. Für einen roten Faltenwurf trug der Maler zunächst auf die gesamte Oberfläche eine Lasur des gewünschten Farbtons auf. Diese Lasur ließ die Zeichnung noch erkennen, verlieh ihr aber schon Volumen. Dann benutzte er einen dunkleren Rotton zur Schattierung und Herausarbeitung der Falten und setzte schließlich mit einem helleren Rot die Reflexe und Moiré-Effekte. Der Mantel der Madonna ist mit einem Netz feiner Risse überzogen, was auf dem Infrarotfoto noch deutlicher zu sehen ist. Die obere Schicht ist schneller getrocknet als die untere und rissig geworden. Diese frühen Risse sind wohl damals vom Maler selbst repariert worden. Andere Risse sind auf das Alter zurückzuführen. Da Holz arbeitet, haben sich quer zu den Spannungslinien Risse gebildet. So entstand das regelmäßige Netz, sichtbar am Himmel, dort wo die Farbschicht am dünnsten ist. Weniger regelmäßige Risse an anderen Stellen. Entstanden durch die allmähliche Zusammenziehung der Pigmente, ein Vorgang, den Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen noch verstärken.
Eine romanische, zur Zeit van Eycks also schon vergangene Architektur, dient der Szene als Rahmen. Die Weinblätter erinnern an die Worte Christi: Ich bin der wahre Weinstock. Die Sterne auf den Fußbodenkacheln an die Madonna, die oft Meerstern oder Morgenstern genannt wird. Die Kapitelle zeigen die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies, Abels Opfer, Abels Tod durch Kains Hand, Szenen aus Noahs Leben. Man sieht die Arche bei der Rückkehr der Taube und vor allem die Szene, in der Noah, der erste Winzer, betrunken ist. Seine Söhne verspotten ihn, weil er nackt ist. Nur Sem bedeckt ihn. Die weißen Butzenscheiben greifen den Kreis auf, Symbol der Ewigkeit. Der dreifache Bogen könnte eine Anspielung auf die heilige Dreifaltigkeit sein. Die Elstern, häufig auf Galgen zu finden, künden von Christi Kreuzigung. Eine Säule zerquetscht Kaninchen, fruchtbare Tiere, Symbol der fleischlichen Liebe. Pfauen, deren Fleisch als unverweslich galt, erinnern an die Verheißung himmlischer Unsterblichkeit. Der kleine Garten ist der Garten aus dem Gesang der Gesänge, eine Anspielung auf Marias Jungfräulichkeit. Es wachsen Gänseblümchen darin, die Unschuld Jesu, die Demut Marias. Pfingstrosen. Nach dem heiligen Ambrosius haben die Rosen im Paradies keine Dornen. Die Madonna, die Rose der Dornen. Heckenrosen, der Rosenkranz, die große Rosenkrone, mit der man die Madonna schmückte. Iris, das kommende Königreich Christi. Schließlich Lilien, die Reinheit der Madonna, die Reinheit Christi. Manche dieser der Marienlitanei entlehnten Bilder sind auf den Stickereien des Mantels beschrieben. Die wiederholten Reinigungen des Gemäldes haben jedoch einen Teil der Goldbuchstaben ausgelöscht. Ein paar sind noch lesbar. Exaltata sum in Libano, ein Fragment aus dem Buch des Predigers Salomo. Wie die Zeder habe ich mich über Libanon erhoben. Im Stundenbuch aufgeschlagen der Buchstabe D. Vielleicht die ersten Worte der Mette: Domine labia mea aperies. Herr, öffne mir die Lippen. In der Bibel ist der Engel ein Botschafter Gottes in Menschengestalt. Dieser hier trägt das blaue Kleid der Cherubim. Seine Flügel mit den Augenflecken spiegeln die Farben des Regenbogens. Symbol für das Bündnis zwischen Gott und den Menschen. Die Krone, eine Art Glorienschein, war der heiligen Jungfrau vorbehalten. Die Perle wird mit der Madonna assoziiert. Perlen und kostbare Steine tauchen in der Stickerei des Mantels auf und auch auf dem goldenen Kreuz Christi, Zeichen seiner Herrschaft über die Welt. Christus segnet Rollin und die Welt, die ihn umgibt. Seine Hand ist in Höhe der Brücke platziert, ein Zeichen, dass die Segnung über alle Hindernisse hinweg universell ist. Setzt man die Linie der Kacheln zwischen Rollin und Maria fort, teilt sie die Welt in zwei Hälften. Marias Seite ist die Seite der Kirchen, die so oft ihren Namen tragen. Rollins Seite ist eher weltlichen Bauwerken vorbehalten. Das Ensemble bildet die Stadt Gottes, wie der heilige Augustinus sie ersann, das himmlische Jerusalem, durchquert vom Fluss des Lebens. Die runde Insel ist zugleich Erinnerung an das Paradies und eine Beschwörung von Davids Turm. Mond, Berge, Vogelflüge entsprechen gleichfalls Bildern aus liturgischen Texten. Die gemalte Welt van Eycks ist vollständig mit Symbolen durchwirkt. Rollin hat gerade gebetet. Er hat die Augen erhoben. Er ist Zeuge der Krönung der Madonna. Aber man kann in diesem Gemälde auch andere Indizien ausmachen. Rollin trägt einen braunen Brokatmantel mit Goldlamé durchzogen und mit Nerz eingefasst. Dazu einen schwarzen Gürtel mit goldener Schnalle, den Philipp der Gute ihm geschenkt hat. Über ihm Noah, der erste Weinbergbauer. In Höhe seines Gesichts Weingüter, Verweise auf den wohlhabenden Rollin, Stifter der Hospize zu Bohnen mit ihren üppigen Weinbergen. 1419, mitten im Hundertjährigen Krieg. Frankreich, Burgund und England verhandeln. Zwischen dem französischen Thronfolger und dem Herzog von Burgund ist ein Treffen in Montereau organisiert, auf dem Pont de Livonne. Die Brücke ist mit einem Turm befestigt, der durch einen Ponton mit dem Ufer verbunden ist. Als der Herzog Jean Sans Peur auf den Thronfolger zugeht, wird er mit einem Axthieb erschlagen. Der Bruch zwischen Frankreich und Burgund ist tief. Es ist die Zeit der Jeanne d'Arc. Der Krieg geht weiter. Rollin, der Anwalt von Jean Sans Peur gewesen ist, wird Kanzler seines Sohnes Philipps des Guten. 1435, 16 Jahre danach, gelingt es Rollin, die drei Parteien erneut zusammenzubringen. Es kommt zum Vertrag von Arras.
König Karl VII. Macht Burgund wegen der Ermordung von Jean Sans Peur territoriale Zugeständnisse. Außerdem verpflichtet sich der König von Frankreich, täglich in der Kirche Notre-Dame de Montereau Totenmessen lesen zu lassen, in der Nähe ein Kloster zu stiften und am Tatort selbst ein goldenes Kreuz errichten zu lassen. Van Eyck hat in seine Landschaft Kloster, Ponton, Turm, Brücke und Kreuz gesetzt. Fußgänger und Reiter, die die Brücke überqueren, sind vielleicht auf dem Weg zur Totenmesse in die Kirche Notre-Dame. In den beiden Türmern hat man Karl VII. Und Philipp den Guten endlich versöhnt vermutet, wenn nicht gar ein Selbstporträt des Malers mit seinem 10 Jahre zuvor verstorbenen Bruder Hubert. Rollin, als einer der Hauptverantwortlichen für den Friedensvertrag, ist hier also auf dem Gipfel seines politischen Ruhms dargestellt. Und in einem Anflug von Humor verbindet der Maler ihn mit den Pfauen, Symbolen des Hochmuts. Im 15. Jahrhundert gewinnt das Gemälde eigenständige Bedeutung. Es ist nicht mehr nur religiöses Ornament, sondern ein Fenster, das sich zur Welt öffnet. Die Aufgabe des Malers, den Betrachter in eine Illusion der Wirklichkeit zu entführen. Die hier gefundene Lösung ist elegant, weil Van Eyck seine hochgelegene Loggia eine weite Landschaft dominieren lässt. Die kleiner werdenden Fußbodenkacheln erlauben, die Entfernung einzuschätzen. Fliesen und Bauwerke sind seither die Hauptträger der Perspektive. Im Vermählungsbild des Giovanni Arnolfini lässt sich ein System von 3 Fluchtpunkten ausmachen. Die Paele-Madonna zeigt ein doppeltes System. Bei der Madonna des Kanzlers Rollin konvergieren die Linien der Kachelung in einem zentralen Punkt, der Insel im Fluss. Die Linien der Kapitelle laufen in etwas höher gelegenen Punkten zusammen. Die Fluchtpunkte liegen also sehr nahe beieinander. Aber vielleicht ist die geringfügige Abweichung auf die Deformation der Tafeln zurückzuführen. Möglicherweise waren die Punkte ursprünglich miteinander verbunden oder auf die gleiche Vertikale ausgerichtet. Bei Arnolfini oder der Paele-Madonna tastete sich der Maler auf der Suche nach einem Perspektivensystem empirisch vor. Bei Rollin scheint die zentrale Perspektive in einem einzigen Fluchtpunkt fast gefunden. Eine andere Art, Tiefe zu suggerieren, ist die allmähliche Abschwächung der Farben. Wie auch in der Natur, mit zunehmender Entfernung wirken die Farben weniger gesättigt. Die Säulen schließlich betonen nochmals das Relief der Landschaft, gerade weil sie unterteilen. Die Komposition beruht auf den Prinzipien Symmetrie und starker Kontrast. Symmetrie zwischen der linken und der rechten, Kontrast zwischen dem geöffneten oberen Teil und dem geschlossenen unteren, zwischen dem öffentlichen äußeren und dem privaten inneren Raum, Rollin und Christus jeweils sozusagen rittlings auf ihrem Platz. Kontrast zwischen innerem und äußerem Licht. Kontraste und Symmetrien zwischen den Komplementärfarben, das Rot des Mantels der Madonna im Gegensatz zum Blau des Engelkleides. Das blaugrüne Betpult Rollins wird von einer roten Borte gesäumt und oben hebt sich ein dunkelrotes Kissen ab. Im Zentrum der Komposition erscheinen diese Gegensätze nochmals bei den Farben der beiden Türme. Die Brauntöne des Raums und des Mantels von Rollin sind Mischungen dieser Grundfarben. Im Freien ein weiteres Komplementärsystem, rote Ziegeldächer, grünes Laubwerk. Die Farbe Grün kommt nur in der Landschaft vor. Während diese Landschaft von bemerkenswerter Kontinuität ist, herrscht im Innern Diskontinuität. Der Gegensatz von Formen, Strukturen und Farben ist hier sehr ausgeprägt. Die stärksten Spannungen bündeln sich im Vordergrund, dort, wo sich die wesentliche Szene abspielt. Trotz der Überfülle an Einzelheiten gelingt es Van Eyck, die Harmonie seines Gemäldes durch strenge Organisation der Farben aufrechtzuerhalten. Seine Skala enthält alle Farbspektren.
Die Ausführung des Engelflügels fasst die Farben der Komposition zusammen, als ob der Maler am Rande seines Gemäldes den Reichtum seiner Palette hätte zeigen wollen. Van Eyck ist einer der ersten Maler, der seine Auftraggeber zeigt, wie sie sind, ohne Schmeichelei. Er revolutioniert beides, Porträt und Landschaftsmalerei. Seine Art, das kleinste Detail zu beachten und jedes Objekt mit dem Rest des Universums in Beziehung zu setzen, zeugt von einer neuen Weltsicht, die realistisch und allegorisch zugleich ist. Man sagt zu Recht, dass der Maler Van Eyck von der Anbetung des Lammes zur Madonna des Kanzlers Rollin den Schritt vom Mittelalter in die Renaissance tat. Mögen die Symbole heute auch schwer zu deuten sein, so ist auch Van Eycks künstlerisches Suchen immer noch aktuell. Alle Stilfragen, die er sich stellte, finden sich in der Geschichte der Malerei wieder. Detail und Ensemble, Schatten und Licht, Ordnung und Unordnung, Form und Farbe, Innen- und Außenraum, Schrift und Bild, Mythos und Geschichte. Und gleich, was für ein Leben. Zwischen Wien und Lissabon, zwischen Schauspiel und Gesang. Erika Pluha, gleich im Selbstporträt.